Der schlimmste Tag im Leben eines Mannes, das ist, wenn ein junger Schnösel dir eine Urkunde in die Hand drückt, auf der was steht von vorbildlicher Leistung und wohlverdientem Ruhestand. Alles Quatsch. Altes Eisen bist du, von einem Tag auf den anderen. Mein erster Tag an Bord. Fast 30 Jahre ist das nur her. Schönster Tag im Leben. Was macht man mit den Jahren, die noch bleiben? Das Wasser war meine Heimat und nun, diese Süßwassermatrosen hatten alles noch vor sich und ich lebenslänglich fester Boden unter den Flossen. Nicht, dass ich immer schon nach Bayern wollte, nee. Aber Lisbeth wäre in Hamburg eingegangen wie ein Fisch auf dem Trockendock. Einer musste damals über seinen Schatten springen. In meinen 38 Dienstjahren hatte ich keine einzige Trauung durchgeführt. Aber ich hatte Verstärkung. Frau Gschwendtner vom Standesamt. Geschieden natürlich. Sie sollte diskret die Formalitäten regeln, während ich für die Form sorge. Du siehst wunderschön aus. Ich bin ganz stolz auf dich. Kamal Hussein ibn Mohammed ibn Kamal Abu Khalil. Ob jetzt der liebe Gott oder Allah auf uns runterschaut, darüber gibt es hier an Bord verschiedene Ansichten. Aber eins ist sicher, ich werde immer ein Auge auf dich werfen. Nimmst du meine Tochter Barbara Hinrichs an als deine Frau und versprichst ihr die Treue zu halten in guten und in bösen Tagen? Sie zu lieben, zu achten und zu ehren? Ja. Barbara Hinrichs, nimmst du Kamal Hussein ibn Mohammed ibn Kamal Abu Khalil an als deinen Papa. Mann? Awaidek? بكل هورية نكون لك زوجتين وفية في الأيام السهلة والصعبة بحب واحترام وأكون جنبك بسم الله الرحمن الرحيم Freund.
Darf ich bitten, Herr Kapitän? Du bist die schönste Frau auf dem ganzen Schiff. Du schaust auch toll.